Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Heinrich Gruppe, der große Buntspecht. Dort, wo der Mühlbach aus dem Walde tritt, steht eine alte Pappel, die der Vater des Müllers schon umschlagen lassen wollte. Er kam nie dazu und sein Sohn auch nicht. Nun ist es zu spät, ihr Holz ist zumeist dürr und faul. Noch nicht einmal ein richtiger Backtrog lässt sich mehr daraus machen, meinte im letzten Jahr der Handwerker, als er mit dem Müller davor stand. Dem großen Buntspecht aber ist es so gerade recht. Was kümmert es ihn, ob die Müllersfrau aus einem neuen oder alten Backtrog backt? Jeden Morgen trommelt er schon in aller Herrgottsfrühe an dem langen, dürren Ast, dass der Wirbel als Weckruf bis an das Kammerfenster des Müllerknechts dringt, der sich die Augen reibt und in den taufrischen Frühlingsmorgen hinausschaut.